kontaktfreudiger geworden. Die Musik ist eigentlich nicht schlecht. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Da merkt man einfach, dass man viel vielseitiger wird. Ich weiß, was ich will und ich weiß, dass ich es auch erreichen kann. Nach Stravinskys Sacre du Printemps, Feuervogel und Daphnis und Chloé von Ravel bringen die Berliner Philharmoniker in diesem Jahr mit Karl Orffs Carmina Burana das vierte Tanzprojekt zur Aufführung. Viele Schüler aus Berliner Grund-, Haupt- und Realschulen stehen heute hier zum ersten Mal. Verständigung, Respekt und Toleranz zu schaffen, das ist die Herausforderung. Contemporary Dance is a tolerant art form. Zeitgenössischer Tanz ist eine sehr tolerante Kunstform. If any of you have any prejudices, wenn irgendjemand von euch irgendwelche Vorurteile hat, it may be better not to be here. Ist es vielleicht besser, wenn ihr nicht hier seid. Wenn wir irgendjemanden haben, der nicht mit jemandem zusammentanzt oder zusammenarbeiten möchte, weil er von einer anderen Schule ist, von ein anderes Geschlecht hat, Religion, Hautfarbe, was auch immer, schicken wir die auch wieder zurück in den Unterricht. 200 junge Tänzer aus Berliner Schulen und freien Tanzgruppen sind diesmal mit dabei. Neu ist die Teilnahme eines 150-köpfigen Kinder- und Jugendchores aus 8 verschiedenen Schulen, der vom Berliner Rundfunkchor unterstützt wird. Am Ende werden zusammen mit den Berliner Philharmonikern 500 Menschen Carmina Burana aufführen. Im Moment wird auf Hochtouren geprobt. Sobald wir in der Arena sind, lassen sich alle Darsteller einen Tick weniger hängen. Wenn man in einer eigenen Schule ist, in einer eigenen Gruppe, dann ist die Arena halt noch sehr weit fern oder diese Aufführung. Man kann sich das nicht so vorstellen, da sitzen nachher 3000 Zuschauer. Aber sobald die dann da sind, merken die, okay, das ist nicht mehr die Halle, die ich kenne. Ich bin nicht mehr in meiner Gruppe von 20, 30, 40 Leuten, sondern da sind 200 Leute. Und plötzlich bemerken das auch die Leute, die noch nie was von der Bühne kannten. Das scheint jetzt hier etwas Wichtiges zu sein. Das beflügelt die, glaube ich, auch. Ja, jetzt habe ich eigentlich mal alles gesehen, wie so es im Zusammenhang ist. Und jetzt, oh, das wird so cool bestimmt. Also ja, jetzt freue ich mich richtig auf die Aufführung. Wenn man so alles erstmal gesehen hat, dann... Auch wenn der Moment im Rampenlicht vor 3000 Zuschauern den Höhepunkt darstellt. Mindestens so wichtig ist der Weg dorthin. Wochen harter, intensiver Proben in verschiedenen Berliner Turnhallen, noch weit entfernt von der Arena in Treptow. Erfahrungen, die die Tänzer auf meist unbekannte Wege mitnehmen und Spuren hinterlassen. Wenn man die Choreografie drin hat und dann sich dazu bewegt, dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn man das dabei lernt. Aber wenn ich das dann kann, die Choreografie, und dann die Musik höre, wenn es so... Wenn ich mich dazu bewege, ist einfach so ein Flair. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so Power. Die Education-Initiative der Berliner Philharmoniker hat in 4 Jahren weite Kreise gezogen, hat Folgeprojekte angeregt und viele Hoffnungen geweckt. Weit weg vom kulturellen Zentrum Berlins, am Rand von Stadt und öffentlichem Interesse, in Berlins größter Plattenbausiedlung, befindet sich eine der wenigen Schulen, die Russisch als erste Fremdsprache anbieten. Die Thüringen-Oberschule in Marzahn hat deswegen großen Zulauf von Kindern aus Spätaussiedlerfamilien. Ein Drittel der Schüler kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Viele von ihnen sind erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Mit dem Wunsch, hier wirklich anzukommen, bekommen Projekte jenseits der Schulmauern für sie besondere Bedeutung. Die Schule bemüht sich sehr, auch die Eltern aktiv am Integrationsprozess zu beteiligen. Und seit diesem Jahr ermöglicht erstmals ein Tanzprojekt den Schülern, sich neue Welten zu erschließen. In Russland keine Tanzen gehabt, nicht einmal nie getanzt. Das erste Mal, was ich getanzt habe. Was ich kann schon sagen, diese Tanzen gute, beste, was ich gesehen habe. Sechs Wochen bis zur Aufführung. Neben den Schulen nimmt zum vierten Mal auch die Berliner Faster Than Light Dance Company an den Education-Projekten teil. Eine freie und seit 14 Jahren sehr erfolgreiche Tanzgruppe, die tanzbegeisterten Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren regelmäßig kostenlose Projekte anbietet. Eine außergewöhnliche Chance in Zeiten knapper Kassen. Mitinitiator und künstlerischer Leiter der Gruppe ist Volker Eisenach. Woo!
geht darum, ein gutes Projekt zu machen. Es geht darum, Leute zu berühren in irgendeiner Form. Und ich bin fest daran, alle von diesen 200 Darstellern, die jeden Abend auf der Bühne gestanden haben über die 4 Jahre, haben was mit nach Hause genommen. Auch wenn die Darsteller das selber vielleicht noch nicht so ein Wort fassen können. Volker Eisenach arbeitet heute als Choreograf bei den Tanzprojekten der Berliner Philharmoniker zusammen mit seinem ehemaligen Lehrer Royston Muldoon. Seitdem die Tanzprojekte so viele Menschen begeistern, kann sich die Faster Than Light Dance Company vor Anfragen kaum noch retten, darunter überraschend viele Jungen. Also Volker ist halt der FDL-Papa und der das alles macht. Und wegen ihm kommen auch bestimmt total viele, weil er ist ein Mann und das ist dann, glaube ich, was anderes, was die Jungs auch dadurch anreizt. Und zwar machen wir heute Carmina Burana. Es geht hauptsächlich so um Schicksal. Und der erste Teil geht so um Frühling, es ist sehr bäuerlich, um Frühlingsgefühle erwachen. Und wir gehen dann so ganz grob weiter in die Taverne und sehen verschiedene Szenen in einer Taverne. Leute betrinken sich, man sieht einen gebratenen Schwan aus Rügen. Und wir fangen heute aber eine Frühlingsszene an, die darum geht, dass die Jungs das erste Mal die Mädchen entdecken und Und die Mädchen kein Interesse haben. Oh. Aber wir sie letztendlich doch rumkriegen. Gut. Dann halbierst du die Mädchen? Ihr habt euch schon welche ausgesucht? Nein. Okay, 4 haben wir noch. Und dann kommst du mal an zu der bezaubernden Jungen. Dann kommt Otto nach hier. Dann kommst du mal Jens. Bist du hier auch noch? Und ihr wollt diese wunderschöne Frau küssen und umarmen und euer machen. Und er macht die Äuglein zu, macht die Arme weit auf und die Damen. Hier wird vorurteilsfrei gearbeitet. Vorkenntnisse oder der perfekte Körper spielen keine Rolle. Es geht um Spaß und positive Energie. Die Mischung aus Professionalität und entspannter Atmosphäre gibt den Jugendlichen das Gefühl, gleichberechtigte Partner in einem Team zu sein. Was bei vielen Schülern, die zum ersten Mal bei einem Education-Projekt mitmachen, noch ein Problem darstellt, zum Beispiel Körperkontakt zu anderen aufzunehmen, haben die Faster-than-Light-Tänzer längst überwunden. Natürlich läuft nicht immer alles glatt und wir müssen uns ein paar Tricks ausdenken, um irgendwelche kleinen Hindernisse zu umfahren. Aber das ist einfach, die kommen mit einer solchen Masse an Energie zu uns, dass es einfach immer eine riesengroße Freude ist, mit denen zu arbeiten. Neuer Probentag an der Thüringen Oberschule in Marzahn. Einer der 3 teilnehmenden Schulen in diesem Jahr. Die Nachfrage besonders von Schulen mit sozialen Problemen ist riesig. Denn die vergangenen 4 Jahre haben gezeigt, die Tanzprojekte haben die soziale Atmosphäre in den Klassen nachhaltig verbessert. Und auch die Lehrer haben gelernt, eingetretene Pfade ihrer pädagogischen Arbeit zu verlassen und neue Wege zu wagen. Wenn Volker Eisenach mit dem Bus hier anrollt, hat er schon 2 Proben in anderen Berliner Schulen hinter sich. Schulen, die begriffen haben, vom Tanz profitieren alle Seiten. Bei Tanzprojekten werden bestehende Schulstrukturen aufgebrochen. Es wird klassenübergreifend und altersübergreifend gearbeitet. So können neue Beziehungen unter den Schülern entstehen. Disziplin entsteht aus der Arbeit an der Choreografie und nicht aus den verhassten Regeln der Schule. So werden Möglichkeiten für die Jugendlichen geschaffen, sich mit ihren eigenen Fähigkeiten selbstbewusst einzubringen.
One of the things that these projects can do is change the way other people see. Was diese Projekte erreichen können, ist, dass die Teilnehmer auf einmal anders wahrgenommen werden. Lehrer entdecken plötzlich Fähigkeiten, die sie bei ihren Schülern nie vermutet hätten. Eltern reagieren auf das veränderte Verhalten ihrer Kinder. Also, man kann das Umfeld verändern, in dem dieser junge Mensch lebt. Und anders wahrgenommen zu werden, kann eine tiefgreifende Wirkung hinterlassen. Wenn die Gesellschaft und das Umfeld den Kindern positiv begegnen, strahlt auch das wieder zurück. Also ich denke da jetzt im Moment an einen meiner Schüler, der jetzt auch schon, sagen wir mal, Dienstältester ist. Und der hat also einen großen Sprung gemacht. Also ich bin selbst überrascht. Er hat wahrscheinlich eine Seite an sich entdeckt, die er selber noch nicht kannte. Und das Gute ist, denke ich, dass er auch gemerkt hat, dass andere ihn, na bewundern ist vielleicht übertrieben, aber dass andere ihn beobachten und seine Leistungen gut einschätzen. Und das hat ihn auch ein bisschen beflügelt. Und das, denke ich mal, also ist eine Sache, die konnte man wirklich richtig mitverfolgen. Weil die Tanzprojekte in kürzester Zeit ein erstaunliches Echo ausgelöst haben, erklärten viele Bildungsverantwortliche den Tanz zum Allheilmittel. Den Tanz zu überfrachten in einer Zeit, in der erfolgreiche Bildungskonzepte Mangelware sind, davor warnt Livia Patrizi, Choreografin und Initiatorin von Tanzzeit, Tanz in Berliner Grundschulen. Wenn man so eine Art von Lernen in die Schule integriert, können einige Kinder bestimmt dadurch was anderes entfalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für alle zwingend also die Heilung ist. Das wäre auch gefährlich, das zu denken. Und es würde zu viel Druck setzen auf eigentlich eine Vermittlungsarbeit, die jetzt, was uns angeht, ist die Vermittlung von einer Kunstform. Es ist jetzt keine Therapie, es ist jetzt keine Sozialarbeit. Und wenn die Vermittlung gelungen ist, hat es viele andere Konsequenzen, die positiv sind. Aber es geht um die Vermittlung von Kunst und das ist eigentlich der Hauptanliegen. Und wenn man jetzt sagt, dadurch wird alle die ganze Welt jetzt besser, das ist ein bisschen eine gefährliche Sicht. Auch wenn die Choreografen keine Sozialarbeiter sind, die Folgen der Projekte sind doch häufig nachhaltig spürbar. So auch an der Rosa-Luxemburg-Schule in Potsdam. Hier hat Royston Maldoom im vergangenen Winter in nur 3 Wochen mit 100 Schülern ein Projekt erarbeitet. Ich war erstaunt über die Wirkung, die diese Form Tanz auf die Schülerinnen und Schüler hatte in der Zeit, wo sie hier das gemacht haben. Ich habe da oft darüber nachgedacht, dass man Schule eigentlich ganz und gar ändern müsste. Dass gerade sowas wie Tanzen so viel an Sozialbeziehungen herstellt, verändert, entwickeln hilft, dass es eigentlich ganz traurig ist, dass man sowas in der Schule nicht regelmäßig machen kann. Zeitgenössischer Tanz, das ist für unsere Jugendlichen ein völlig fremdes Feld gewesen. Jetzt inzwischen nicht mehr so. Und es gibt Schüler, die über den Rahmen der Schule hinaus auch beim Tanz dabei geblieben sind. Die jetzt nach Berlin gehen und die auch bei Carmina Burana mitmachen. Das sind diese 3 Jungs, nette Kerle, aber sie hängen rum in diesem schwierigen Kiez in Potsdam. Was machen die am Samstag? Da gäbe es eine Menge beunruhigender Möglichkeiten. Aber was machen die? Die kommen hierher und wollen tanzen. Man ist denn schon viel besser, ist man aufgeschlossener. Und man ist dann auch viel ruhiger und ausgeglichener, weil man dann weiß, ja, jetzt hast du dich ausgepowert, jetzt wieder andere Sachen dran. Und dadurch kriegt man einen freien Kopf, weil man denn so seine ganze Energie ausgelassen hat und dann wieder dann halt sich auf andere Sachen konzentrieren kann, ohne dass man dann halt immer so Hummeln im Hintern hat, sag ich jetzt mal. Ha ha!